Wie Luxuskarossen werden die handgemachten Blechblasinstrumente mit Klarlack veredelt und versiegelt. Und auch hier, je dünner der Lack, umso besser ist es für die Schwingungen. Und sehen wir, haben keinen Roboter, wo der jetzt das macht, sondern das muss eher möglichst dünn den Lack auftragen. Auf die Hörner, Tuben und Trompeten, die in der Mainzer Manufaktur Gebrüder Alexander geformt werden, schwören die weltbesten Musiker. Sie haben das in der Hand und merken beim Biegen, was haben Sie für einen Widerstand? Und dann merken Sie schon, ist es gut, ist es schlecht. Also das kriegen Sie, das macht eine Maschine einfach nicht. Das Geheimnis der Alexander-Instrumente, 240 Jahre Erfahrung. Im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim fährt prominente Kundschaft vor. Sarah Willis, Weltklasse-Hornistin der Berliner Philharmoniker. Mit Firmenchef Philipp Alexander verbindet sie eine jahrelange Freundschaft. Auf der Suche nach dem perfekten Klang schaut sie regelmäßig bei ihm vorbei. Wieder in Mekka. Ich komme sehr gerne einfach immer wieder hierher, also so oft wie es geht, weil als Profimusiker spielen wir natürlich stundenlang auf unseren Instrumenten und ein kleines so Check-up, so wie man zum Arzt geht. Ich gehe dann immer gerne, ich komme dann immer gerne hierher und zeige dann mein Horn und es könnte ein bisschen das und dies, ein bisschen Öl, ein bisschen Fett auf den Zügen. Es ist einfach so ein Check-up für mein Instrument. Na dann mal ab ins Untersuchungszimmer. Guten Morgen! Alles gut, ja? Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja. Hi, Benjamin. Grüß dich. Also, ich war gerade 4 Wochen auf Kuba. Mhm. Und ja, der war überall. Also im Regenwald, also in der Sonne, auf dem Strand, überall. Okay. Aber ich glaube, es ist alles gut, nur ab und zu bleibt der ein bisschen stecken. Umschalter? Ja, aber meistens, wenn ich hier das raus hatte und wieder rein und dann guckst du einfach an. Also, das ist jetzt einfach ein bisschen. Mhm. Das passiert leider beim Messing, es gibt hier so rote Flecken. Ja. Yeah. Das kommt zum Teil vom Speichel. Das ist die Angst. Oder? Das kann Stress bedeuten, ja, auch. Ja, das und wir haben wir auch schon gehabt. Ja, wir haben das schon erlebt, dass Musiker, die dann auf einmal mehr Stress hatten, weil es im Orchester vielleicht eine Umbesetzung gab, dass die auf einmal mit Singfraß, also so nennen wir das, Singfraß, das sind diese roten Flecken, dass die dann auf einmal damit Probleme bekommen haben. Eine kleine Inspektion kann das Horn des Classic Stars gebrauchen. Und runter, wieder mal eins. Hier ist ein bisschen heftiger. Oh ja. Also, aber noch kein Loch. Nein. Nee, Loch nicht. Aber es wird Zeit. Das bringt auch noch eine Zeit an. Danke. Okay. Bis später. Gut. Bis später. Instrumentendoktor Thomas Lehr hat 2 Stunden Zeit, um das Horn auf Herz und Nieren zu prüfen. Dann muss seine Patientin schon wieder los. Heute Abend Konzert in der Alten Oper Frankfurt. Eine besondere Mission hat auch Instrumentenbauer Eckhard Graf. Er soll einen Prototyp für dieses alte Alexanderhorn bauen, das 1106, das wieder zurück ins Sortiment kommen soll. Aus dem Lager sammelt er die noch vorhandenen Bauteile zusammen. Den Rest wird er von Hand neu formen. Das sind jetzt die ganzen Einzelteile praktisch, die ich für dieses Horn brauche. Graf arbeitet seit über 40 Jahren bei Alexander, hat hier von der Pike auf gelernt. Ich habe Trompete mal gespielt, aber inzwischen leider nicht mehr. Aber deswegen bin ich auch an den Beruf gekommen, weil ich früher mal Trompete gespielt habe. Aus einer Tiefkühlbox zieht Heiko Weiß einen mit Eis gefüllten Hornrohling, den sogenannten Schall, das größte Einzelteil des Horns. Kraftvoll wird das mit Eis gefüllte Rohr um die Form gebogen. Das Eis innen verhindert Risse und Falten. Nach wie vor werden auch für der Unikate oder Neuentwicklung muss noch die alte Technik verwendet werden mit dem Bleibiegen oder gibt noch ein anderes Produkt.
wo man das mitmachen kann. Ganz früh hat man Pech genommen, in der Uhrzeit hat man Sand genommen zum Biegen, einfach um den Hohlkörper auszugießen, dass der nicht abknickt. Die Werkbänke. Alles wertvolle Unikate, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Die Formen und die Maschinen gibt es schon ewig lange. Bei der weiß ich zum Beispiel, dass sie mein Meister damals zusammengebaut hat an Teilen, die es im Baumarkt gab. Sie haben es entwickelt in dem Moment, wo sie das gebaut haben. Die Ziehbank ist ein Zylinder. Das müsste aus dem Flugzeugbau kommt der hydraulische Zylinder. Die haben eine Idee gehabt und haben das dann umgesetzt. Genau bei der Maschine auch. Das sind Schubstangen und Zahnstangen und die haben sie dann mit einem Elektromotor, den es zu kaufen gab, zusammengeschraubt und das funktioniert bis heute noch. Der sogenannte Bleiraum. Für den Prototypen des 1106-Horns muss Eckart Graf das wichtigste Rohr von Hand neu biegen. Dazu gießt er geschmolzenes Blei in das glühend heiße Rohr. Ein uraltes Verfahren. So wurden früher gearbeitet, würden die jedes Rohr extra praktisch gebogen und ins Horn verlötet. Und dadurch, also müssen in Blei eingegossen werden. Die Dämpfe sind nicht ohne und man muss aufpassen, dass man das Blei nicht überkriegt. Das ist halt 380 Grad heiß. Das ist bei Modellen, die halt Prototype sind, wo noch keins besteht. Dann muss ich ja Rohr reinbiegen. Muss gucken, dass ich die Länge unterbringe im Horn. Und dann muss ich das traditionell machen. Jetzt kühlt das Blei ab, wird hart und dann kann man es biegen. Instrumentenbau ist nicht ganz ungefährlich. Für einige Arbeitsprozesse braucht es Schutzkleidung. Beim Lackieren, der auf Hochglanz polierten Geräte etwa. Na gut, der Lack, behält halt den Glanz von dem Instrument, von dem Messing. Das Messing kann nicht mehr oxidieren, weil es ja die Oberfläche eingeschlossen wird durch den Klarlack. Technik aus der Autoindustrie für die Instrumente verfeinert. Er muss natürlich mit Frischluft versorgt werden, deswegen die Atemmaske, auch um die Dämpfe, die werden zwar abgezogen, aber trotzdem steht er ja ganz kurz in dem Lacknebel. Und den Schutzanzug hat er halt an, einfach einen Seideanzug, dass keine Flusen, Verschmutzungen von der Polierei oder auch von der Luft dann auf das Instrument kommen. Im Probenraum testet Sarah Willis eine Auswahl von Hörnern für einen Orchesterkollegen in Los Angeles. Dieses ist sehr offen. Und das wäre für mich zu offen in meinem Orchester. Erstmal, weil wenn du dann noch ein bisschen spielst, dann wird's noch offener. Aber vielleicht für Merck ist es gar nicht schlecht. Was meinst du mit offen? Hat weniger Widerstand. Weniger Widerstand, genau. Das ist aber für USA wahrscheinlich ganz gut. Ja, ist vielleicht gut. Warum für USA geeignet? Weil in Amerika die Musiker mögen weniger Widerstand im Instrument. Widerstand ist, wenn man reinspielt, was man spürt, wenn man die Luftführung dann gibt, was eigentlich hält einem zurück. Und man muss Widerstand haben, sonst gehen die Töne einfach so, so raus in dem Universum. Wir brauchen diese Kontrolle. Das wird Andrew lieben, das Horn. Das klingt sehr gut. Das wird Andrew lieben. Weil es ist offener als was ich gerne spielen würde. Also ich würde auf alle Fälle die drei schicken. Ja, okay. Also das erste ist mein Favorit für mich, das zweite finde ich für Andrew, dieses finde ich einfach eine super Allrounder. Die Hörner, die jetzt nicht ausgesucht werden, die werden ja nicht weggeschmissen oder eingeschmolzen, wie man manchmal gefragt wird, sondern es gibt andere Musiker, die sagen wieder, das passt besser zu mir, weil das ist ja immer noch die Einflussgröße der Mund, der Ansatz, das Mundstück. Und da ist es immer unterschiedlich. Schon Richard Wagner hat hier spezielle Instrumente in Auftrag gegeben. Philipp Alexander führt das Familienunternehmen denn auch schon in der 7. Generation. Für Metallblasmusiker eine der ersten Adressen weltweit. Viel natürlich in Deutschland, Europa, aber Australien, Südamerika, USA. Querbeet, Japan, natürlich Asien sind wir auch sehr häufig. Also Alexander Hörner sind so wie die Rolls Royce von der Horn-Community. Also es ist wirklich nicht nur, weil ich selber eine spiele, sondern weil das einfach so gesehen wird in der Horn-Community. Eckart Graf hat gerade das wichtigste Rohr für den Prototypen des 1106-Horns handgebogen. Zum perfekten Biegen wurde das Rohr mit Blei ausgegossen.
Eine zeitraubende alte Technik. In Zukunft soll das Rohrteil aber mit einem speziellen Werkzeug viel schneller hergestellt werden. Um das zu planen, hat Firmenchef Alexander per 3D-Drucker eine Plastik herstellen lassen. Das Modell 1106 hatten wir schon mal Mitte der 70er, sage ich mal, grob konstruiert und hatten ein paar Instrumente zum Testen gebaut. Die sind auch schon im Umlauf, die wurden damals verkauft. Aber es kam jetzt die Idee auf, das wieder neu, also mit den aktuellen Mensuren, mit den aktuellen Verläufen neu aufleben zu lassen. Computergrafiker Jürgen Fröhlich hat eine 3D-Animation des 1106 erstellt, inklusive des am schwersten zu biegenden Rohrbogens. Wie wir jetzt besprochen haben, sind wir hier nochmal einen Zentimeter rausgegangen, dass wir hier ein Stück Gräder sind, dass wir ein bisschen sauberer und nicht ganz so scharf im Endeffekt hier in den Bogen, in den B018 dann später reinschwingen. Was wir wollten den gesamten Verlauf des Bogens nochmal einen Zentimeter länger haben, weil wir glauben, das ist für den Klang besser. Das war nochmal ganz wichtig, weil das war nochmal ganz, ganz eng. Also Prototyp hat sich definitiv gelohnt. Bevor es dann jetzt in die tatsächliche Endfertigung des großen Werkzeugs geht, was ja in der Regel schon bei ja, rund 10.000 Euro dann am Ende mehr liegen wird, ist das einfach nochmal eine Sichtüberprüfung mit einem 3D-Bauteil. Und dann können wir noch mal kleine Änderungen jetzt vielleicht vornehmen. Immerhin geht es hier um Millimeter, die für den Sound entscheidend sind und um den reibungslosen Zusammenbau der Hornteile. So, hier sehen wir schon, dass es nicht ganz richtig passt. Wir haben hier eine Differenz drin, ein kleiner Abstand. Das heißt, das Teil muss etwas höher abgekröpft werden. Also hier müssen wir noch eine Korrektur vornehmen, bevor dann die endgültige Form in Auftrag gegeben wird. Produktionsleiter Ralf Gärtner denkt schon an die neue Maschine, mit der das 1106 mal in Serie gehen soll. Die muss dann absolut exakt eingestellt sein, damit nicht das passiert wie beim handgebogenen Rohr von Eckhard Graf. Bei dem Instrument hat er zwar 2 mm zu viel das Rohr aufgegangen. Beim Polieren sind ja mehrere Möglichkeiten, wo sich das verziehen kann. Also muss er es jetzt nochmal rausbauen, nochmal neu, entweder komplett neu machen oder muss versuchen, das nochmal einzugießen, leicht zu korrigieren. Das ist einfach diese Handarbeit. Ja? Und das ist das, was wir am Computer natürlich optimal optimieren können und ihm damit die Arbeit viel leichter machen und alles gleichmäßig auch in Zukunft bauen können. Dann können sich die Instrumentenbauer ganz auf den komplexen Zusammenbau des Horns konzentrieren, das aus über 300 Teilen besteht. Inzwischen ist Sarah Willis Horn inspiziert und gepflegt. Die Starhornistin weiß, wie ihr Instrument eingestellt sein muss. War es dann so? Oder? Das war so. Ja, doch. Ich habe echt gut gekämpft damit. Also, wie findest du das? Ist eigentlich ganz gut. Für mich wäre es zu leicht. Du musst es wissen. Ja, will ich jetzt nicht verunsichern. Ja. Feintuning unter Profis und dann der Soundcheck. Gut, oder würdest du den auch nehmen? Ja. Wir nehmen dieses. Okay. Gut, vielen Dank, Thomas. Abschied von Freunden. Sarah Willis muss los. In 3 Stunden steht sie wieder auf der Bühne. Perfekter Klang ist das Wichtigste hier. Aber die Instrumente sollen auch optisch glänzen. Das Auge kauft schließlich mit. Deshalb wird auch so viel Schweiß in das Polieren der Klangkörper investiert. Ich habe meinen Ablauf, ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Ablauf. Also ich fange generell hier in der Mitte an der Maschine an, weil es die komplizierteste Stelle ist. Dann arbeite ich mich quasi spiralförmig hier außenrum. Dann immer erst die eine Seite und dann die untere Seite. Ein echter Knochenjob. Mindestens 6 Stunden poliert er an einem Horn. Es sieht eigentlich leicht aus, aber man braucht sehr, sehr viel Erfahrung, damit nachher auch das Endergebnis stimmt. Und viele Leute, die angefangen haben oder mal zur Probearbeit da waren, haben dann aufgegeben und gesagt, es ist zu anstrengend, zu viel. Und also dem Bereich ist es wirklich am schwierigsten, Mitarbeiter zu finden. Selbst unsere eigenen Auszubildenden, die wir übernehmen, die wollen ungern hier arbeiten. Und da gute Handpolierer so rar geworden sind,
sucht Philipp Alexander jetzt eine technische Lösung. Er ist auf dem Weg ins Bergische Land. Dort lässt er eine Poliermaschine speziell für Blasinstrumente entwickeln. Ein wenig eine Reise in eine ungewisse Zukunft. Erstmal wissen wir aktuell gar nicht, wie weit die Firma mit dem Bau der Maschine ist. Und zweitens ist es ja für uns auch ein Riesenprojekt überhaupt. Und da ist eigentlich jeder Schritt spannend, um zu sehen, wie läuft das, klappt das alles. Und in der Hoffnung auch natürlich, dass es den erhofften Erfolg bei uns dann später auch vor Ort bringt. In der Stahl- und Maschinenbaufirma Berg arbeiten Sie seit über einem Jahr an dem Projekt. Oh ja. Ich fange mal bei der Dame an. Ja, hallo, guten Morgen. Dann mach es genau. Firmenchef Andreas Berg zeigt die Computeranimation der Poliermaschine, wie sie dann demnächst in Mainz aufgebaut werden soll. Vielleicht kannst du mal die Maschine drehen. So mal rundherum schauen. Da sehen wir auch die Schiebetüren. Ja, wir haben jetzt vierteilige Schiebetür. Die sollen sich bald öffnen für das Polieren der wertvollen Instrumente. Eine Prozedur, die seit über 200 Jahren Handarbeit ist bei Alexander. Wir besprechen hier gerade eine große Poliermaschine, so Art Trommelpoliermaschine, muss man sich das vorstellen. Und da sind wir jetzt schon recht im Detail mit den Aufspannungen der ganzen Kleinteile. Das ist schon eine größere Geschichte, die da auch für uns entsteht. Ja. Maschinenbauer Berg hat Erfahrung mit dem Bau von Poliermaschinen für die Medizintechnik und die Autoindustrie. Die Einzelteile des Gerätes, von der Verkleidung bis zur Steuertechnik, sind fertig. Jetzt muss das technische Puzzle noch zusammengesetzt werden. Wir haben ja schon mal die ganze Anlage in klein gesehen. Also man weiß jetzt, wo was hingehört. Und gerade im Kopf wird das Ding schon zusammengebaut, aber jetzt sieht man mal die tatsächlichen Dimensionen. Das wird schon monströs, kann man sagen. Im Prinzip funktioniert es so wie dieses Poliergerät für die Zahnmedizin. Die Blasinstrumente, fixiert in den rotierenden Kammern, werden dann mit Walnussgranulat geschliffen. Die Walnussschale an sich ist relativ fettig, das heißt, sie hat die Eigenschaft, auch Compoundbasen, die eben auf Ölen und Fetten basieren, aufzunehmen, aber eben auch wieder abzugeben. Und sie ist im Verhältnis sehr weich, das heißt, wir haben keine Beschädigung nachher an den Teilen, die bearbeitet werden. Mehr Sorgen als der Feinschliff mit Walnussschalengranulat machen Philipp Alexander die Maschinengeräusche. Das Problem ist ja, wir haben ja oben den Testraum, wo die Musiker testen. Die sind ja da mega empfindlich. Und dann kann man mal, was ist denn das für ein Geräusch oder so, ja. Und da müssen wir halt Acht geben. Deshalb müssen wir da möglichst gut arbeiten, ja. Also, dass alles unternommen wird, dass wir nicht irgendwelche Übertragungen ins Gebäude haben. Genau wird man das aber erst in ein paar Monaten wissen, wenn die Maschine in Mainz in Betrieb genommen wird. Und dort legt man großen Wert darauf, das Handwerk des Blasinstrumentenbaus weiter zu pflegen und für entsprechenden Nachwuchs zu sorgen. Momentan lernen bei Alexander 6 Azubis den Beruf. Die meisten hatten schon vorher Ahnung von Tuten und Blasen. Mach seit 10 Jahren spiele ich Trompete im Musikverein. Und wir hatten im Nachbarort einen älteren Metallblasinstrumentenmacher. Und der hat mich ein bisschen dazu inspiriert, den Beruf zu erlernen. Ich bin schon stolz. Auch Alexander hat einen Namen. Also man lernt ja nicht irgendwo. Und dann ist es schon gut. Plötzlich, kurz vor 13 Uhr, schnappen sich die Mitarbeiter ihre Instrumente und verschwinden. Nicht in die Mittagspause, sondern Richtung Probenraum. Es gibt einen guten Grund, warum sich heute das Werksorchester versammelt und warm spielt. Wir spielen uns jetzt ein bisschen ein und schauen, ob die Stücke laufen. Für ein Ständchen, für den Chef. Geburtstag, wir hatten letztens Geburtstag. Die Belegschaft ist da und auch der Jubilar ist ganz Ohr. Thank you.
War sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Habt ihr lang geprobt wahrscheinlich. Waren auch neue Stücke, oder? Natürlich. Ja. Ich freue mich, dass ihr alle einlade zum Mittagessen und bitte zugreifen. Nochmal herzlichen Dank an die Musiker. Philipp Alexander legt großen Wert auf ein gutes Miteinander. Die Mischung aus langjährigen und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ihm wichtig. Wir verjüngen uns auch in den nächsten Jahren ganz massiv. Ja. Aber das ist ja auch gut so, weil junges Blut, junge neue Gedanken und junger Elan. Ja. Und wichtig ist nur bei uns, dass die langgedienten Mitarbeiter ihre Erfahrung auch an die Jungen weitergeben. Mittlerweile ist die Entwicklung der Werkzeugmaschine für das 1106-Horn abgeschlossen, das demnächst wieder in die serielle Produktion gehen soll. Im Werkraum steht das nagelneue gute Stück. Jetzt haben wir hier die Form bekommen, die aus den Daten von Herrn Fröhlich gefräst worden ist. Eine Investition von über 10.000 Euro, die die Produktion beschleunigen soll. Und jetzt können wir anfangen, die ersten Bögen aufzublasen und die ersten Tests durchzuführen. Ja. Aus Metall dann. Ja. Diese Rohlinge hat Instrumentenbauer Eckart Graf vorgefertigt. Der ist jetzt so vorgebogen, dass er in den Stahlfang grob reinpasst. Sie sehen, der passt noch nicht perfekt. Ja. Wenn man sowas auch von Hand herstellt, das ist eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Ja. Und diese Mischherstellung, sage ich mal, Maschine und Handfertigung oder Handarbeit, ist dann immer noch der beste Kompromiss zwischen perfekter Qualität und auch Kostenanteil. Hier werden dann ca. 250 bar Wasserdruck in den Bogen geblasen. Das Wasser dehnt sich dann in der geschlossenen Stahlform aus und formt so einen millimetergenauen Rohrbogen, der früher mühsam von Hand gebogen werden musste. Es ist ja nur ein Bogen von dem Horn. Ja, das Horn besteht aus mehreren Teilen. Und dementsprechend wird jetzt erst das komplizierteste Teil umgestellt auf Hammer und so ein Bogen nach dem anderen auch modernisiert sozusagen. Das Teil liegt wunderbar an der Kontur überall an. Und jetzt hat es die hundertprozentige Kontur, wie es der Herr Fröhlich im Programm konstruiert hat. In der Werkstatt versucht Eckart Graf jetzt, den maschinell geformten Bogen ins 1106-Horn einzubauen. Die Probe aufs Exempel. Das ist bei uns natürlich jetzt genauso spannend im Moment. Das erste Bauteil, das wir aus der Form produziert haben, wie das jetzt im Instrument letztendlich wirklich drin ist und auch eingebaut werden kann und wie es dann auch natürlich aussieht. Wenn der maschinell geformte Rohrbogen passt, kann Graf in Zukunft viel schneller arbeiten. Und die Nachfrage fürs neue 1106er ist jetzt schon groß. Bei den anderen Modellen sind mehr Kleinteile verbaut, mehr kleinere Teile. Das ist jetzt aus einem Teil, dadurch ist weniger Widerstand im Horn. Die Luft kann ohne Widerstand durchlaufen. Das ist bei dem Horn die Besonderheit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es passt perfekt. Ich verschleife die nur noch und die werden dann poliert und passen. Ich brauche also nichts mehr biegen, ich brauche nichts mehr eingießen, nichts mehr ausschmelzen. Also das ist schon eine Mordserleichterung. Die wirtschaftlichere Mischproduktion von Hand und Maschine funktioniert. Die Investitionen haben sich rentiert. Ja, das sitzen. Ich will eigentlich unsere Arbeit belohnen, die wir die Vorarbeit gemacht haben. Wir haben einen schönen Abstand, einen schönen Verlauf. Ja. Sieht jetzt schöner aus wie vorher das Kunststoffteil. Und haben schöne harmonische Übergänge. Das ist jetzt alles Optik und dass es passt und schön aussieht. Aber der Klang und der Ton und wie spielt es sich, das ist natürlich, gerade was den Musiker betrifft, auch extrem wichtig. Und deshalb ist Profimusiker Thomas Swartman da, um das neue Horn auf seinen Klang zu testen. Das ist wie ein Sportler, bevor er so einen Marathon läuft, der muss sich erstmal warm machen. Und so machen wir das auch als Instrumentalisten. Wir müssen erstmal warm spielen. Und dann bringt Ralf Gärtner
zwei der neuen 1106 Hörner. Das eine hat den handgeformten Bogen und das andere hat den aus der Maschine. Blindtest. Swartman weiß nicht, worum es geht. So, Thomas. Zwei fast identische Hörner. Okay. Und bitte mal bei beide der F-Teil überprüfen. Okay, klar. Ob dir was auffällt. Das. Spürt und hört der Profi den Unterschied beim Luftwiderstand? Das ist ein ganz spannender Moment für mich. Weil von der Ästhetik haben wir alles gemacht. Jetzt geht's ums Innenleben. Und deswegen ist es für mich, ich hab Gänsehaut. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß, das sind gleiche Instrumente, aber irgendwas ist anders. Ein Instrument ist anders gebaut als das andere. Ich merke einen Unterschied zwischen den Instrumenten, aber ich kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Es ist, also für mich subjektiv könnte ich sagen, das gefällt mir besser, aber objektiv kann ich nur sagen, ist es ein Unterschied. Eine fühlt sich ein bisschen also voller im Ton und dass die Luft also besser durchgeht. Und der andere hat ein klein bisschen mehr Widerstand, aber dadurch sind die Töne irgendwie ein bisschen mehr zentriert. Durch auch die längere Konstruktion haben wir uns schon gedacht, dass es ein etwas weniger Widerstand hat, also genau was er jetzt auch gesagt hat. Und man muss jetzt mal dran denken, wir haben jetzt diesen ganzen Vorgang begleitet, mit allem drum und dran liegen wir da rund bei, ja, 15.000 bis 18.000 Euro an Investitionen nur für dieses eine Teil, ja. Und wir haben ja hier noch wesentlich mehr Rundungen und Bögen und alles. Und das ist natürlich für uns jetzt ganz wichtig, wenn der Profi sagt, okay, also er spürt einen Unterschied und es macht was aus. Und es ist genau das auch eingetroffen, was wir eigentlich auch wollten. Und hier hängt eine Investition von 500.000 am Haken. Die Instrumentenpoliermaschine ist angekommen. Genau, jetzt passt, jetzt haben wir Platz. Nach anderthalb Jahren jetzt Vorbereitung und Planung und auch erste Versuche kommt endlich, ja, wie soll ich sagen, das neue Baby zu uns sozusagen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns schon drauf. Bis auf die Verkleidung wird das Hightech-Baby komplett zusammengebaut angeliefert. Wir haben jetzt knapp 5 Tonnen. Nach 30 Minuten steht die Polierzelle an ihrem neuen Platz im Warenlager für Instrumentenkoffer. Das ging jetzt wirklich ruckzuck und ja, gute Planung. Das ist alles. Ja. Jetzt noch die Stahlverkleidung anschrauben und dann beginnt der Testbetrieb. Maschinenbauer Berg erklärt die ersten Schritte aus der Gebrauchsanweisung. Und dann schalten sie auf langsamen Testlauf bei geöffneten Türen. Unser Ziel ist, dass wir so in 2 bis 3 Monaten damit in die Produktion gehen können. Bis dahin müssen wir halt jetzt Versuche noch fahren und Erfahrungen sammeln. Und Alexanders Sorgen wegen der Maschinengeräusche sind unbegründet. Das ist nicht so wie eine Waschmaschine. Nee, nee. Ja, also so muss man es ja vorstellen. In diesen Containern werden die Blasinstrumente dann im Schongang durchgeschleudert und mit Walnussgranulat poliert. Das war am Anfang, wie kommt das dann da raus? Ja, sehen wir danach nur noch Brocken und so weiter. Aber da sind Sensoren drin und alles. Wenn also irgendwas sich löst innerhalb der Kiste, gibt es sofort einen Notaus. Und dann kann auch nichts weiteres passieren. Ja. Und bis in 2 bis 3 Monaten dann alles vollautomatisch auf Hochglanz gebracht sein wird, werden die kostbaren Schätze der Instrumentenmanufaktur Alexander weiter in mühsamer Handarbeit poliert. Wie die letzten 240 Jahre.